So, und direkt im Anschluss geht's weiter. Ja. Wollen wir mal gucken, was die hier, was die Stadt uns zu sagen und zu zeigen hat. Erstmal alles rausräumen. Hey, Mutti, was träumt euch denn in unser Haus? Wir wollten nur fragen, ob irgendwas in den letzten Tagen passiert ist. Hier in Esrik? Da muss ich euch enttäuschen. Hier passiert nie etwas. Na schön, wir schauen uns ein wenig um. Fasst aber bitte nichts an. Wir touchen hier die ganzen Wände und den Boden an und halten den unseren Lümmel ins Feuer und was weiß ich. Oh, eine Damen-WG. Oh, hallo. Hallo, junge Dame. Ihr nehmt mir doch nicht Mama weg, oder? Wie kommst du denn da drauf? Ach, vor langer Zeit ist mein Papa von zu Hause abgehauen, weil er Mama nicht mehr liebte. Und jetzt habe ich Angst, dass Mama geht, weil sie mich nicht mehr liebt. Oh, wir könnten jetzt böse... Nee, deine Mama hat dich schon lieb. Sicher? Sehr sicher. Mama hat mich lieb, Mama hat mich lieb, la 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 la. Klein und unschuldig, ihr Blut muss sehr reinschmecken. Ach, Aska, du Halunke. Kannst du nicht alles irgendwie als Essen betrachten? Stahlhelm! Ja, erstmal der armen Mutti und der Mut und dem kleinen Mädchen das Haus ausgeräumt. Ist natürlich sehr die feine englische. Hallo, Wache! Mach keinen Unsinn, sonst gibt's Ärger. Keine Sorge, wir benehmen uns. Dann ist ja gut, aber denkt dran, ich habe immer ein wachsames Auge auf euch. Haha, wir haben schon das erste Haus ausgeräumt, Penner. So, mal die Maus aus dem Bild rausholen. Gab es hier nicht noch irgendwas versteckt? Oder war das woanders? Ah, erstmal gucken, was wir hier haben. Ich glaube, wir könnten unseren Heiltrank erstmal in den Laden gehen und so viel zum Thema, die Wache hat uns im Auge. Pff, hat die. So, Mutti, was hast du uns denn hier? Laden wir. Hallo, schauen Sie sich ruhig um. Ich habe viele gute Tränke. Ja, ein paar Schmerzmittel können wir gebrauchen. Ansonsten, ja, sind mit allem voll. Können wir eigentlich irgendwas verkaufen? Ich will nicht so viel Müll im Inventar haben. Reden, hallo. Schauen Sie sich ruhig um. Ja, ihr gute Ränke, hast nicht gesehen. Blutschutzring, Blutring, Magiergürtel. Ja, antiker Vampirring. Oh, nee, nicht verkaufen. Ja, schwierig. So, was haben wir denn hier? Du stehst auf einem Bett. Was treibt euch nach Esrik? Doch nicht etwa das kalte Klima? Hm, nein, eigentlich nicht. Wir sind auf der Suche nach besserer Ausrüstung. Bessere Ausrüstung? Naja, in Esrik gibt es immerhin zwei Läden, in denen ihr was kaufen könnt. Aber die besten Gegenstände findet man immer noch auf irgendwelchen Abenteuern. Ach, wenn ich mich da an meine Zeit als großer Abenteurer erinnere. Haha, ja, ja, damals war alles besser. Damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Ja, da hast du immer noch nasse Füße gehabt. Obwohl, heute habe ich eine schöne Familie. Dann müsstest du doch glücklich sein. Das bin ich schon. Aber so ein kleines Abenteuer würde mich schon wieder reizen. Zum Beispiel die Erforschung im versteckten Höhle im Gebirge südlich von Esrik. Ah, eine versteckte Höhle? Ups, da habe ich wohl zu viel verraten. Vergesst lieber, was ich gesagt habe. Nun dann, bis später. Alles klar. Er hat sich verplappert. Natürlich werden wir gucken, dass wir die Höhle abkriegen. Ein Glück haben wir einen schönen Kamin. Ansonsten würde man sich ja hier in der Gegend zu Tode frieren. Ja, das Klima ist ziemlich ungemütlich. Aber dafür kann man in der Stadt einigermaßen friedlich leben. Hier gibt es kaum Probleme. Ah, dann ist ja gut. Das finde ich aber auch. Alles klar, super. Da hast du bestimmt noch irgendwo ein Kiddo. Ah, hast einen jungen. Einen jungen Burschen. Hallo, ich würde gerne. Alles klar. Hier ist nichts drin. Eisenrüstung. Du hast noch nichts dagegen, Bubi, oder? Oh Mann, geh mir noch einen Weg. Hallo! Hi! Sag mal, wieso läufst du denn hier mit dem Schwert herum? Ach, ich übe nur ein bisschen, damit ich später auch mal so ein starker Abenteurer werde wie mein Faddy. So ein großer Abenteurer wie sein Vater? Dafür muss er eigentlich das in der Gosse kriechen üben. Ach, Aska. Deine Kommentare. Die sind schon manchmal
wir lieben ihn ja dafür. Da, so ist es ja nett, aber... Ich sollte mir endlich mal einen dicken Mantel zulegen. Mir kommt es so vor, als würde es von Tag zu Tag kälter werden. Wieso hast du dir denn bisher keinen gekauft? Naja, meine Eltern meinen, ich soll ihn mir von meinem eigenen Geld kaufen. Aber das habe ich schon wieder für diverse Dinge ausgegeben. Wofür denn? Darüber will ich lieber nicht reden. Zitze. Muss ja was Schlimmes sein. Ich muss weg. What? Was hat die sich denn gekauft? Ich will's nicht wissen. Irgendwelche mittelalterlichen Damenspielzeug. Nee, komm, lassen wir's, bevor es jetzt pervers wird. So. Stahlschild erhalten. Jo, wir räumen erstmal hier alles leer. Auch wenn wir es wahrscheinlich nicht mehr brauchen können. Komm, wir verkaufen euch eure eigenen geklauten Ware zurück. Ja, die besten Rüstungen zu den niedrigsten Preisen. Na dann zeig mal, was du verkaufst. Wahrscheinlich. Ja, ich bin schon ausgerüstet. Die Eisenrüstung. Stahlhelm. Stahlschild. Alles weg damit. Wunderbar. Das war's? Ernsthaft? Doch, nee, da gibt's ja noch mehr. Ich weiß, dass es hier überall Blutläden geben soll. Allerdings weiß ich nicht, wo es die gibt. Ich habe keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch als kleiner Stoppelhopser... Naja, was heißt kleiner Stoppelhopser? Wo das Spiel rauskam, war ich ja schon etwas älter. Aber trotzdem habe ich diese Blutläden nie alle gefunden. Von daher... Hasst mich nicht dafür. Bitte hasst mich nicht. Na, du bist hier so alleine. Habt ihr zufällig den Barkeeper gesehen? Nö, wieso? Nun, er ist vor 2 Stunden rausgegangen, um etwas frische Luft zu schnappen. Aber inzwischen ist er immer noch fort. Tja, wir haben ihn nicht gesehen. Aber könntet ihr vielleicht nach ihm suchen? Wieso ist er denn überhaupt raus? Sollte er sich um seine Gäste kümmern? Eigentlich schon. Aber ihr seht ja, dass heute nicht viel los ist. Also, schaut ihr mal nach ihm? Ja, klar, warum nicht? Gut. Er sollte sich nicht weit von der Stadt entfernt haben, eigentlich. Ja, wir schauen mal. Vielen Dank. Er ist ein guter Freund und ich will nicht, dass ihm etwas zustößt. Alles klar, Mutti, da gucken wir mal. Ja, hat ja gesagt, das ist ein guter Freund. Dann hätte ich gesagt, wenn der Barkeeper fort ist hier, dann Freihaus. Hier steht ein Buch mit den Titeln Die Schreine der Macht da drin, wobei die 6 Schreine durch ihre Macht und sterblichen Erlaubnis geahnte Kräfte mit den folgenden Schreien. Es gibt folgende Schreine: Feuer, Wasser, Wind, Erde, Licht und Schatten. Jeder Schrein gehört eine andere Eigenschaft des Individuums, welche sich die Macht der Schreine zunutze machen kann. Wie diese Macht benutzt werden kann, wird im Band 2 erläutert. Ah, okay, das ist immer das Gleiche. Alles klar, ja, komm, gehen wir schon. So, oh, schon wieder. Da kriegst du einen Krampf im Hals, ey. Hey, verschwinde aus meinem Zimmer! Das habe ich für viel Geld gemietet. Wirklich? Wirklich unfreundlich? Na und? Das ist mein Zimmer. Mietet euch euer eigenes. Aha, das wirst du glauben. Wird mir jetzt dieses Zimmer hier einmieten, werde mir ganz viele Bohnen und was weiß ich, Burritos essen und werde hier das ganze Zimmer voll stinken, dass der Dunst hier nach drüben reingeht und dann mal richtig einen ziehen lassen, ey. Olle Schrapnelle, ich glaube, es geht los. So richtig unfreundliches Stück Vieh. Wir sind ja Vampire, das bedeutet. Ich meine, hier in der Nähe gibt's diesen Zauberer. Nicht diesen Zauberer. Der Barkeeper ist hier irgendwo in der Nähe. Und ich glaube, der wird von irgendwelchen Kreaturen oder was weiß ich, von irgendwem angegriffen. Und natürlich gibt's noch eine Höhle östlich von hier. Die Frage ist halt nur, ich weiß nicht genau, ob wir den noch retten können oder nicht. Alter, die kriegen aber ordentlich auf die Omme, ey. Das kannst du aber glauben. Was ist hier los? Ach, Schlangen. Oh, was für eine große Schlange. Das ist eine Schneewiper. Ziemlich gefährlich. Aber uns macht sie keine Angst. Hallo, Schneewiper. Was denn los? Die ist ausgewichen. Okay. Ja, die frisst. Stimmt. Warum habe ich dann einen Verdacht gehabt? Ich wusste, dass der von irgendwas angegriffen wird, aber warum? Ich habe gerade geglaubt, dass der von... Blödes Reptil. Komm her, du elende Schlange. Ziemlich großes Exemplar. Schlitzen wir sie auf. Ja.
Ich vergesse immer so ein bisschen die Stimmen nachzumachen, von daher. Ja, hoffe ich, dass ihr es mir verzeiht. Ja, wenn alle eigentlich einigermaßen guten Damage machen, sollte die Schneeviper kein Problem sein. Jetzt lassen wir sie ausbluten. Alles klar. Oh, ich danke euch. Ohne euch hätten mich die Schlangen sicher getötet. Verfluchte Schneewipern. Eine Frau aus deinem Pub hat uns gesagt, dass du verwundet bist. Verschwunden bist. Eine Frau, Ophelia, Gott sei Dank. Und ich danke euch auch. Ich werde aber lieber zurückgehen. Kommt doch mal in meinem Pub vorbei. Ja, das machen wir. Wir wollen natürlich... Gibt es hier noch irgendwas? Eine Schatztruhe. Oh, da, eine Schatztruhe. Eine Schatztruhe. Was haben wir denn hier? Magierringe halten. Ja, wunderbar. Schön. Ich glaube, das ist alles nicht mehr wirklich relevant für uns. Auch Speicherstein. Ich habe mich früher für jeden Speicherstein wirklich tierisch gefreut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo wir den Speicherkristall haben, auch nur für das Dingsbums, für das Let's Play, hält sich das in Grenzen. Gibt es hier noch irgendwas? Nö, ne? Du hast uns auch nichts zu sagen. Habe ich mit dir schon gesprochen? Ihr seht aus, als kommt ihr aus der Gegend, aber ich habe euch hier noch nie gesehen. Wie sollen wir denn aussehen? Ich meine, ihr seid sogar blasser als die meisten hier aus Esrik. Muss wohl an der Luft liegen. Ja, kann schon sein. Ja gut, wo es kalt ist, muss nicht... Scheint nicht so viel Sonne. Alles klar, hast du noch was für uns? Ich danke euch vielmals. Hier, nehmt das Geld als Zeichen meiner Dankbarkeit. 1500. Das ist doch ein... Ja, das ist doch nichts im Vergleich zu meinem Leben. Ey, der ist cool. So, wir haben ein Tool. Danke, dass ihr ihn gerettet habt. Nehmt das als Belohnung für eure Mühe. Kristallklar und 300 Erfahrung. Ja, geil. Aber die Kristallklar... Ja, es ist alles... Nur noch meh, was wir so kriegen. Hier gibt es noch eine Höhle südlich von hier, hat er gesagt, ne? Eine versteckte Höhle. Ist jetzt die Frage, wo die ist. Eismagier, komm mal nah, knuckel mal. Wenn er es schafft. Ja, kritischer Treffer, 300 Damage, nee. 55 AP, eine normale Seele. 55, yay. Oh, die sind ja echt schwach. Hier oder hier? Warte mal. Oder war das doch da unten? Sollte mich mein... Hier gibt es, glaube ich, eine Höhle, die versteckt ist. Warte mal. Ich gucke hier nochmal nach. Aufenthaltsort, Auftraggeber, Höhle... Im Magiegebirge nördlich von Nimm, suche altes Armband. So im Iran ist ein verspackt. Da muss ich nochmal hin. Ich meine, ihr könnt es ja nachlesen. Ich bin jetzt gerade in der Aufnahme, kann mir jetzt nicht gerade nochmal den Dingsbums reinziehen. Aber der war ja hier am. Nee, hier waren nur die beiden. Hier war nur die Mutti mit ihrer Tochter. Hier war, glaube ich, der junge Kerl. So, reden wir mal. Ich muss hier ja meinen eigenen Biss, denn na schön. Na, dieser Drecksack. Ich dachte, der sagt da nochmal. Aber hier gibt es eine versteckte Höhle. Bin mir nur nicht ganz sicher, wo er genau meint. War das südlich? Ach, kommt schon, Eismar hier, bitte. Please, what are you doing? No competition for me. Da muss ich dann doch nochmal nachgucken. Natürlich fliegen, aber ich weiß nicht, ob ich... Höhlen sind meistens in den Gebirgen. Und deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass es da unten irgendwo eine versteckte Höhle gibt. Hat er von der versteckten Höhle südlich oder südlich gesprochen, meine ich? Okay, hier gibt es nichts. Guck einfach mal weiter. Ich meine, die Insel ist ja jetzt so nicht groß, von daher kann das ja jetzt auch nicht großartig. Oh, diese Zufallskämpfe. Es ist wirklich. Weißt du, wenn du fragst, super. Aber manchmal gehen die auch echt, wenn das wirklich nach jedem zweiten Schritt ist, können die einem echt auf den Sack gehen.
das ist gerade in der Oberwelt, ich weiß nicht. Bei Pokémon geht's einigermaßen noch, ja. Bei einer Höhle rechnest du damit, wenn du in eine Höhle gehst. Ja, bei Pokémon zum Beispiel mit älteren Editionen, die neueren habe ich jetzt nicht gespielt. Hier gibt es auch eine versteckte Höhle, hat er gesagt. Die Frage ist nur, wo. Ja, oder du gehst halt ins hohe Gras, um Pokémon zu fangen. Da macht es ja durchaus Sinn. Hier natürlich auch, aber manchmal ist es auch einfach echt eine Last. Manchmal ist es einfach eine Last. Na, komm schon! Hier muss es doch irgendwo eine versteckte Höhle geben. Das kann doch nicht sein. Na gut, dann haben wir Esrik. Erkundet. Dann gucke ich einfach in der vorherigen Aufnahme nochmal nach. Beziehungsweise zwei in dieser Aufnahme. Ich habe echt ein Kurzzeitgedächtnis. Wenn ich am Aufnehmen bin, ich weiß nicht. So an sich kann ich mich an solche Sachen immer easy erinnern. Das Problem allerdings ist, dass ich halt während der Aufnahme echt ein komplettes Kurzzeitgedächtnis habe. Das Komische und das Überraschende ist eigentlich, dass es wirklich nur da, wirklich nur in der Aufnahme ist. Only! Das ist nicht so geil. Aber es muss hier irgendwo eine Dingsbox geben. Das lässt mir aber jetzt auch keine Ruhe, weißt du? Und das ist das Problem. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht. Na gut, aber schön, dass ich nochmal nachgeguckt habe, ohne das jetzt großartig zu beenden. So, gehe ich da jetzt rechts mal? Kleiner Eisdrache. Ja, ein kleiner Eisdrache. Gucci, Gucci, Gucci. Gleich kommt ein großer Eisdrache und er sagt, oh, Gucci, 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 lecker, schmecker. Naja, der gibt aber viel. Muss ich gestehen. Also das ist schon nicht wenig. 340 für eine normale Seele? Nicht schlecht, Herr Specht. So, Aska greift an, Eistrage stirbt. So, wollen wir schon mal um zu trinken. Müsste der eigentlich auch einigermaßen voll sein. Und dann passt das. Alter Schwede. Kristallsäbel. Ja, normale Seelen. Geht eigentlich. Das geht eigentlich. So, ich guck mal. Das ist ein großer Eisdrache. Der gibt bestimmt eine starke Seele und massiv viel XP. Ich habe gedacht, bei Pharao Ustra in der Pyramide wären wir schon richtig gut. Wären wir schon richtig gut bedient, aber. Naja, 370. Es gibt jetzt auch nicht unbedingt viel mehr als der kleine Eisdrache. Ich meine, die Höhle ist ganz nett, aber irgendwie, wenn da jetzt wirklich nur so ein paar Truhen drin sind, wo jetzt nichts Besonderes drin ist, dann ist es schon ein bisschen, weiß nicht, das ist ein schönes Geheimnis, aber das war's dann auch schon. Ich hatte mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Okay, ich nehme alles zurück. Lebensnektar, immer. Hat sich, gut, Max plus 1 Leben, aber doch, hat sich gelohnt. So, komme ich da jetzt so rein? Oha. Was machen wir mal? Lichtexplosion. Eissturm. Dunkle Schatten. Und Flammenmeer. Der müsste jetzt ordentlich Aua machen. Yeah. Walner und Elaine, die rocken allein. Die rocken allein. So, dann lassen wir einer von denen mal ein bisschen Blut nuckeln. Der Drache müsste eigentlich ordentlich haben.
Ja, 50, das ist in Ordnung. Eine kleine Drache hat 30, der große 50. Das passt eigentlich. So, Walner und Elaine, das sind die beiden, die jetzt gerade nuckeln müssen, ne? Ja, 50 der Walner und knapp 80 die Elaine. Knapp, ja, könnte hinkommen. So. Okay. Da die Elaine am schnellsten ist, machen wir das. Würde ich den Walner nochmal saugen lassen und die anderen genau angreifen. Ja, super. Das passt doch ganz gut. So. Das gibt ordentlich XP, ey. Obwohl es immer so ein Hin und Her ist, ja. Bei der Pyramide, bei Pfarrer Ustra zum Beispiel, da kriegt man schon, kriegt man zwar weniger XP, aber dafür kriegt man starke Seelen. Hier in dieser Eishöhle kriegt man sehr viel XP im Vergleich woanders. Dafür kriegt man in Klammern nur normale Seelen. Und da ist dann wieder die Frage, woran liegt jetzt der Fokus? Will ich jetzt leveln, um EXP zu bekommen? Oder möchte ich zum Beispiel halt Seelen sammeln, dass ich meinen Status buffen kann? Aber da wir ja eigentlich einen passenden Mentalwert bekommen haben, denke ich mal nicht, dass dies notwendig sein wird. Weiß nicht, ob der Helm nochmal trinken muss. Aber eigentlich passt das. Ich meine, die eiskalten Hauche von denen, die machen schon ein bisschen Damage. Der Part wird jetzt übrigens wieder ein bisschen länger als der letzte. Dass ich einfach den kompletten Kontinent drin habe. Den jetzt in zwei Parts zu separieren. Ja. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich bin ja normalerweise auch kein Typ, der alles rausschneidet. Oder sonst was. Ich mag diese Compilations nicht. Dann ist es halt für mich kein Let's Play. Also so sehe ich das, aber die meisten, die das Projekt verfolgen, kennen mich ja auch so ein bisschen. Von daher wisst ihr ja, wie ich drauf bin. Bin halt so ein bisschen traditionell noch. Von daher muss ich mich diesbezüglich nicht rechtfertigen. Hoffe ich zumindest. Ansonsten Kritik und Wünsche könnt ihr ja immer sehr gerne äußern. Wenn sich der ein oder andere Verbesserungsvorschlag halt auch, wie gesagt, rentiert, ne, dann bin ich diesbezüglich immer offen, das wisst ihr. Solange man den auch ordentlich formuliert. Ja. Wenn jetzt irgendwie Kritik in Unterstellungen und Beleidigungen ausübe, wo ich sage, okay, das ist keine Kritik mehr, sondern der Typ will mir einfach nur von Latz pissen. Dann gibt es auch dementsprechend auch einen Mittelfinger. So ist es halt, wie man in den Wald reinruft, so halt es heraus. Fertig. Das wurde mir zumindest als Kind schon beigebracht, ich hoffe euch auch. Wenn nicht, gibt es nochmal Erziehungsstunden mit dem Walner. Ne, Quatsch. Mit dem Grafen. War ein Späßchen. Ich muss sagen, so auf Dauer mit diesen Eisdrachen und ihren nicht wenig Damage mit ihrem Eisheuchen kriegt man schon ein bisschen Aua. So, die Elaine. Aska muss auch saugen? Das wusste ich gar nicht. Warte mal. Hier war doch bestimmt was. Ich kann mich dran erinnern, dass da irgendwas gewesen ist. Weißt du was? Da saugt nochmal. Müsste aber reichen. Die kleinen Drachen halten viel aus. Erstaunlicherweise, muss ich sagen.
ich darf die Kopfhörer nicht zu fest machen. Ich heul immer rum, dass wenn ich zu lange aufnehme, dass ich Kopfschmerzen kriege. Dabei merke ich, dabei erwische ich mich immer, wie ich die Kopfhörer so richtig fest an den Kopf mache. Was habe ich denn jetzt bekommen? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Nee, ist egal. Hallo. Runter und dann nach da. Okay. Ich wusste, dass da was ist. Ich hab's im Urin gehabt. Da ist so ein Stehen. So, ja, da ist was. Und jetzt bin ich reingegangen, jetzt ist es weg. Der sechste Gamer-Sinn. Oder? Sechs. Ja, doch, sechs Sinne. Der Mensch hat fünf Sinne. Reden. Sehen, schmecken, hören, fühlen. Und riechen. Und der sechste Sinn ist halt irgendwie. War's das? Ja, ne? Ich meine, Weiner Aska hat noch keine 500 gehabt. Ja, okay. Jetzt sind alle voll bis auf Elaine. Gut. Hätte ich ein bisschen aufgepasst, ich Idiot, dann wäre die Elaine jetzt auch voll gewesen. Aber bis ich draußen bin, werde ich bestimmt noch ein paar Drachi-Lines begegnen. Und da hat die Elaine noch mal ein bisschen Chance, ihre Lippen mit roter Flüssigkeit zu befeuchten. Ist eigentlich so als weiblicher Vampir relativ easy. Du brauchst keinen Lippenstift, sondern einfach nur mal angebissen und ein bisschen auch. Ist halt nur blöd, wenn es trocknet. Ist dann doch schon ein Unterschied zum Lippenstift bis. Oder halt. Ein Lippenstift aus dem Blut. So, wenn es hier noch irgendwelche versteckten Gänge gibt, könnt ihr es gerne in die Kommentare reinsetzen. Aber ich werde jetzt diese Eishöhle abschließen. Dann ist die für mich auch gegessen. So, wunderbar. Super. Runter. Alles klar. Musik ist cool, die gefällt mir. Die passt, die ist schön eisig. So, Fledermausmantel. Ansonsten war in Esrik nicht viel zu tun. Das wundert mich eigentlich, dass in der Stadt so wenig zu tun ist. Hier gibt es bestimmt noch einiges zu finden. Vor allem da oben. Aber ich möchte jetzt mal hier in diese Stadt rein. Aber das machen wir beim nächsten Mal. So, nochmal speichern. Und von daher, Wasser, Blut wird fließen, aus welchem Leib auch immer. Alles klar, vielen Dank fürs Reinschalten. Ja, wie gesagt, tobt euch in den Kommentaren aus, wenn ihr irgendwie Mitteilungsbedürfnisse habt. Sehr gerne. Ansonsten Däumchen wären Träumchen, Liken, Teilen etc. etc. gerne gesehen. Ja, ansonsten lassen wir das Let's Play für sich selbst sprechen. Bis dahin, macht's gut, ciao mit V, bye bye.